بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Das heißt, darf ich von einer Flasche zum Beispiel, also von diesem Mund, also direkt mit meinem Mund, also trinken oder nicht? اعتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Es gibt ein Hadith, wo Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, نهى أن يشرب من في السقاء. رواه البخاري. Dass man diese Mund heißt das? Flaschen? Also Flaschenhals. Und diese Flaschenhals darf man nicht direkt trinken. Eigentlich As-Siqa heißt, wo man das Wasser macht. Fontäne. Wie heißt das auf Deutsch? Fontäne. Wo man Wasser macht. Und dann sogar kann man auch also zumachen zum Beispiel. Etwas drauf machen, damit nichts reinkommt. Aber von dieser Flasche von Ton kann man nicht sehen, ob etwas da steht oder nicht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns naha, wenn du immer hörst, nahyun, damit gemeint, dürfen wir nicht haram zu machen. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa. Was-Siqa, wie gesagt, wo man Wasser macht, aber man sieht nicht, das ist von Austern. Ein Gelehrter oder sogar ein Tabi'i hat immer gefragt, wo steckt diese Weisheit? Warum sagte uns Muhammad, dass man nicht von Flasche direkt trinkt? Und irgendwann hat selber gesehen und live gesehen, ein Bruder wollte auch direkt von dieser Flasche trinken und in dieser Flasche war eine Schlange, hat ihn gebissen. Und dann sagte Subhanallah, Wallahi sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deshalb hat uns das verboten. Und kann sein, dass jemand jetzt sagt, aber die Flasche jetzt, zum Beispiel von diesem Wasser, Stillwasser, kann man alles sehen. Aber trotzdem, die Gelehrten haben die gesagt, obwohl man alles jetzt sehen kann, aber Mikroben direkt. Also trinken, wenn du zum Beispiel weißt, dass du nur der Einzige, der von dieser Flasche trinkt, sagen die, kein Problem. Aber wenn du weißt, das kann sein, dass jemand hinter dir kommt und auch von gleicher Flasche trinkt, hier dürfen wir das nicht. Hier steckt auch diese Weisheit. Und auch sagen die, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, das lieber, dass man auch nicht macht, weil wir nicht wissen, ob jemand krank wird oder nicht. Deshalb, al-Hadith na'khudu bihi, wir wissen nicht die Weisheit, obwohl man sieht, dass hier ein klares Wasser ist. Aber solange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allgemein das sagt, أنه ثبت عنه أنه نهى أن يشرب من فيه السقاء. In diesem Fall besser, dass man das nicht macht. Und auch, es gibt manche Brüder, die trinken zum Beispiel. Die trinken kann sein auch als auch eine Weisheit, die hinter steckt auch. Viele Leute, die sind auch so gestorben. Er trinkt direkt, ja, direkt. Und dann schluckt er das Wasser falsch und auf einmal erstickt und stirbt. Manche haben die auch gesagt, manche Gelehrten haben gesagt, wenn du zum Beispiel trinken willst, ohne diesen Hals anzufassen, hier ist auch kein Problem. Du darfst auch so trinken, solange deine Lippen nicht an diese Halsflasche also berührst, in diesem Fall ist es gar kein Problem. Aber muss man aufpassen, weil heutzutage jeder nimmt eine Flasche, sogar auch beim Stehen und also trinken und achtet nicht drauf. Hada wallahu a'lam.